Hallo, mein lieber Zwilling, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für April. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Zwillinge. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Zuerst befassen wir uns mit deinem Start in den Monat. Dann sehen wir uns die Blockaden, die Hürden näher an, die in den kommenden 30 Tagen in deinem Feld aktiv sind, denn die strahlen üblicherweise auf alle Lebensbereiche aus. Wir widmen uns wie immer zuerst den Entwicklungen im materiellen, finanziellen bzw. beruflichen Sektor und im letzten Teil der Legung sehen wir uns an, was wir im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen beobachten dürfen. Natürlich holen wir uns auch Anregungen und Lösungsimpulse direkt vom Universum ein. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für April für dich hat. So, eine brauche ich noch, dann geht's auch schon los. Nur vorab, weil hier die 666 gefallen ist. Die 666 ist kein schlechtes Zeichen oder ähnliches. Es ist eine Engelszahl, so wie die 888 hier gleich zu Beginn der Legung. Zeigt nur einen Streckenabschnitt in einer schicksalhaften Entwicklung. Nur für den Fall, dass du hier andere Interpretationen zu dieser Zahl kennst, möchte ich nur vorab gleich sagen. Dazu kommen wir dann im zwischenmenschlichen Bereich, was das hier näher steht. Das werden wir dann herausfinden. Diese Legung ist wie alle meine Legungen zeitlos, umfasst einen Zeitraum von in etwa 30 Tagen plus minus. Du kannst diese Legung natürlich auch rückwirkend ansehen. Hängt natürlich davon ab, aus welcher Motivation heraus du beschlossen hast, dir diese Legung anzusehen. Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch zu irgendeinem Zeitpunkt unwohl fühlen, möchte ich nur hinzufügen, dass dieser Teil der Legung dann nicht für dich bestimmt ist, den lässt du dann bitte dementsprechend ziehen. Und wir starten jetzt am Monatsanfang. Wir starten hier mit der 888, mein lieber Zwilling. Die 888 ist, wie ich vorhin erwähnt habe, eine Engelszahl. Engelszahlen in meinen Legungen sind immer ein Hinweis dafür, dass du aktuell am absolut richtigen Weg bist. Du bist hier in einer wichtigen, schicksalhaften Entwicklung drinnen. Und die 888 beschreibt einen Streckenabschnitt, in dem etwas, was man sich länger gewünscht hat oder was man manifestiert hat im Vorfeld, real wird. Die 888 kann auch für einen Geldeingang stehen oder dass du etwas Materielles bekommst, liegt hier in der Gegenwart, kann natürlich auch in den März noch hineinreichen beziehungsweise ein paar Tage in den April hinein. Also es geht hier ungefähr um die gegenwärtige Energie. Ist ein sehr, sehr positives Zeichen, kann natürlich auch für etwas stehen, das für dich sehr, sehr wertvoll ist, was hier real wird oder real geworden ist. Also irgendetwas nimmt hier Formen an, könnte hier Teil deines Alltags werden.
Dann haben wir hier noch etwas. Da möchte ich jetzt ganz gerne wissen, worum geht's denn hier? Okay, das ist eine sehr interessante Botschaft. Ich nehme an, du weißt vermutlich ganz genau, worum es hier geht. Ich sage jetzt einfach, was ich hier sehe. Es geht hier darum, dass du hier irgendetwas im Stillen entwickelst. Eine Sekunde. Ich bitte um Verzeihung, mein lieber Zwilling. Ich denke, du hast es gehört. Im Hintergrund hat sich einer von unseren drei schwarzen Katern gemeldet. Das passiert irgendwie jetzt immer in der Zwillingelegung. Also ich bitte vielmals um Verzeihung für die Unterbrechung. Wir setzen fort. Also hier geht es offenbar darum, dass du nach außen hin etwas vielleicht noch nicht kommunizierst. Also irgendetwas wird hier im Stillen aufgebaut. Das wirkt auch sehr, sehr positiv. Es kann sein, dass es hier vielleicht auch um etwas Berufliches geht. Kann ja durchaus bei dem einen oder anderen der Fall sein, dass hier vielleicht eine Idee umgesetzt wird oder eine Selbstständigkeit vielleicht auch geplant wird. Vielleicht geht es ja auch um eine Innovation, die du gerade entwickelst. Es kann auch sein, dass es hier um eine zwischenmenschliche Verbindung geht, dass du jemanden kennengelernt hast und das jetzt noch für dich behältst und dir mal ansiehst, wie sich das Ganze hier entwickelt. Das kann auch sein. Also du bist sehr aktiv, aber nach außen hin zeigst du das irgendwie nicht so richtig. So zeigt sich das mir hier in den Karten. Und von außen betrachtet, von der Außenschau bekommen wir hier die Vertragskarte. Da möchte ich jetzt auch noch wissen, was das hier zu bedeuten hat. Man merkt, dass du hier irgendetwas realisierst. Also auch wenn du hier im Stillen etwas aufbaust, es bleibt nicht so verborgen, aber es ist ganz gut. Also ich habe das Gefühl, dass das hier ganz gut ist, denn wichtige Informationen, die eben nicht jeder, von denen nicht jeder wissen sollte, werden hier von dir noch im Verborgenen gehalten. Es geht hier offenbar für die meisten um etwas, was real werden soll. Hat hier sicher auch mit der 888-Energie zu tun. Sehr, sehr spannend. Wir haben hier nur auch die Vertragskarte. Was bedeutet, wenn hier eine Vertragsunterzeichnung ansteht beispielsweise oder es hier um eine Vereinbarung geht, kann natürlich auch etwas Mündliches sein, kann natürlich auch etwas unter Freunden sein oder innerhalb der Familie oder in einer bestehenden Partnerschaft. Da ist es dann sehr, sehr wichtig, ja. Denn das hängt hier irgendwo mit dieser Realisierung deines Traumes zusammen, was auch immer das ist, dass du hier nochmal genau nachsiehst. Denn da kann es sehr gut sein, dass man hier irgendetwas übersieht. Also wenn es ein Vertrag ist, dann ist das hier meistens ein Hinweis darauf, dass man nochmal das Kleingedruckte vor allem ganz genau ansehen soll. Es kann natürlich auch ganz normal im Vertragstext drinnen irgendwo etwas sein, was man übersehen hat, was vielleicht auch beide Seiten übersehen haben. Also da geht es jetzt nicht darum, dass hier irgendjemandem etwas Böses möchte, aber da geht es um bestimmte Fehler, die einfach passieren können, wo du dann im Nachhinein eben das Nachsehen hast. Also wenn hier eine Vertragsunterzeichnung ansteht, dann ist es hier ein Aufruf, sich das nochmal genau anzusehen. Zu verlieren hast du hier natürlich nichts, denn das Schlimmste, was hier geschehen kann, ist, dass du merkst, das passt mir alles so, wie es ist, und du dann einfach dementsprechend die Klarheit hast, ja. Aber
Es kann sehr gut sein, dass hier noch irgendeine kleine Klausel oder irgendetwas hier nicht so günstig ist und man sich das nochmal ansehen sollte und im Fall eben nachverhandeln sollte. Das ist hier entscheidend und da ist es eben wichtig, weil es geht hier vielleicht auch um ein Thema, das sehr emotional ist oder das dir enorm viel bedeutet, wo es wichtig ist, das Ganze nochmal aus einer sachlichen Ebene zu betrachten. Ja, also das sagt das Universum oder dass diese Botschaft kommt hier einfach durch. Das ist für dich von großem Vorteil, vor allem wenn wir einen Traum realisieren, dann bleiben wir oft ganz gerne auf der emotionalen Ebene oder auf der Gefühlsebene und sehen das Ganze nicht aus einer sachlichen Ebene. Und da möchte dich das Universum offenbar auf etwas aufmerksam machen. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die hier im April für dich hochfahren, mein lieber Zwilling, beziehungsweise vielleicht schon hochgefahren sind. Kann sein, dass diese Blockaden dich als Energie, dich ja hier begleiten über den Monat hinweg und du hier die ein oder andere Möglichkeit bekommst, diese Blockaden aufzulösen. Kann auch sein, dass sie temporär hochfahren oder dass du hier temporär an etwas erinnert wirst, von früher beispielsweise, und du dann eben dementsprechend etwas machen kannst. Denn wenn diese Blockaden hier aufgelöst sind, stellt sich üblicherweise ein Gefühl der Erleichterung ein, beziehungsweise kommen deine Angelegenheiten wieder mehr und mehr in den Fluss. Und wir schauen jetzt mal, was das hier ist und holen uns mal ins Bewusstsein, welche Blockaden das sind, und anschließend schauen wir uns die einzelnen Lebensbereiche an. Es geht hier um ein Thema, was ja dein Netzwerk betrifft. Ich denke, es geht hier sehr stark darum, Hilfe anzunehmen. Denn es zeigt sich hier, dass hier mehrere Personen in deinem Feld sind. Vielleicht geht es ja auch um ein Vertrauensthema. Es kann sein, dass du hier vielleicht ein bisschen zu vorsichtig bist oder zu viel alleine umsetzen möchtest bei diesem Vorhaben und dich das Universum hier darauf aufmerksam machen möchte, dass du hier vielleicht bei dem ein oder anderen Thema in Erwägung ziehen solltest, Hilfe anzunehmen. Das betrifft jetzt natürlich nicht hochsensible Themen, wo es um irgendwelche Daten geht, die man für sich behalten soll. Das kann alles Mögliche sein. Das kann auch Erledigungen des Alltags betreffen, wo dir vielleicht jemand helfen könnte, aber du hier irgendwo Schwierigkeiten hast, Hilfe anzunehmen. Kann auch sein, dass hier Hilfe zu dir kommen soll und du darauf aufmerksam gemacht werden sollst und du die Augen und Ohren öffnen sollst, hier aufgeschlossen sein sollst, wenn du das möchtest. Natürlich, denn Entscheidungen nimmt dir eine Kartenlegung natürlich nicht ab. Aber wenn hier Hilfe zu dir kommen soll, dann ist es eben auch wichtig, dass du darauf vorbereitet bist und dann dementsprechend auch reagieren kannst. Denn wenn man hier so an einer Sache dran ist, kann es sehr gut sein, dass du übersiehst, dass dir hier jemand Hilfe anbietet, also Hilfe, die auch tatsächlich hilfreich für dich ist, also wo dir tatsächlich etwas abgenommen wird, ja. Also das ist hier anscheinend ein Thema, hat mit dem Netzwerk zu tun. Es kann natürlich sehr gut sein, dass hier vielleicht die ein oder andere Person in deinem Umfeld ist, die hier nicht wirklich dein Wohl im Sinne hat. Aber ich denke, das ist hier eher nicht das Thema. Es geht hier um das Thema Hilfe annehmen. Was bedeutet, hier soll sich auch etwas verändern? Also es kann sehr gut sein, dass sich hier etwas verändert oder dass du hier diese Blockade löst. Denn gemeinsam kann man natürlich viel mehr umsetzen, beziehungsweise viel mehr in den Fluss bringen. Dann haben wir hier noch ein Thema. Es geht hier um das Thema Stabilität. Das kann jetzt natürlich sowohl die Finanzen, den Beruf als auch das Privatleben betreffen, zwischenmenschliche Verbindungen. Hier ist die Stabilität aktuell blockiert. Ich glaube, das ist eine Energie, mit der du in den April startest.
Ich denke, dass du hier auch etwas aufbaust, was in eine Stabilität kommen soll. Ich denke, diese Blockade dürfte hier sehr, sehr temporär sein, denn wenn hier etwas im Aufbau ist, dann ist es natürlich noch nicht ganz stabil. Du hast ja auch schon erste Maßnahmen gesetzt, indem du hier einiges unter Ausschluss der Öffentlichkeit umsetzt. Ich sage es jetzt mal so, was sehr, sehr vorteilhaft ist, auch vielleicht ein bisschen, eben wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu übervorsichtig. Da würde ich noch einmal drüber nachdenken, denn ich kenne deine Situation natürlich nicht. Ich kann jetzt hier nur das übersetzen, was hier in den Karten steht. Also was die Stabilität betrifft, das ist hier ein Thema im Monat April. Was bedeutet, hier soll mehr hier soll ein Gleichgewicht stattfinden, ein Ausgleich, also diese Blockade soll hier im April eventuell fallen können. Dann haben wir hier noch etwas, das betrifft das Umfeld. Da vermute ich, das wird sich dann wahrscheinlich auch hier im zwischenmenschlichen Bereich zeigen. Okay, wenn ich hier so schaue, kann es auch hier im Bereich Beruf, Finanzen wiederzufinden sein. Es geht hier um irgendeine undurchsichtige Situation in deinem Umfeld, wo du nicht so recht weißt, woran du bei dieser Person im Speziellen bist. Und das ist natürlich auch etwas, was einen beschäftigt und sich hier natürlich als Blockade zeigt. Denn wenn hier offene Fragen sind oder wenn wir hier viele Fragezeichen haben, dann ist es natürlich klar, dass wir dann auch irgendwo abgelenkt sind oder dass man hier einfach viel grübelt. Also hier, was das Umfeld betrifft, soll ein Schleier fallen oder vielleicht auch mehrere. Das werden wir uns jetzt gleich ansehen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Ich weise noch einmal darauf hin, wir schauen uns in einer Monatslegung Tendenzen an. Das habe ich jetzt vorhin vergessen zu erwähnen. Tendenzen sind hohe Wahrscheinlichkeiten, was bedeutet, nichts hiervon muss zwingend eintreffen. Manchmal werden wir auch auf etwas aufmerksam gemacht, wo wir dann eben anders handeln können. Ja, also wo das Universum uns auf etwas vorbereitet, wo wir dann ja etwas vielleicht ja etwas einer irgendetwas vorbeugen können, sagen wir es mal so. Es besteht hier zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Solltest du zu irgendeinem Zeitpunkt ein unangenehmes Gefühl haben, dann ist dieser Teil der Legung nicht für dich bestimmt. Wir schauen uns den Monat wie immer gedrittelt an und starten jetzt im ersten Monatsdrittel. Die Zeitangaben können natürlich variieren, denn es ist relativ schwierig, Zeitangaben mit Karten zu machen. Deshalb auch das Dritteln, dass wir hier in etwa hinkommen. Hier geht es im Bereich Beruf, Finanzen, materielle Angelegenheiten gleich zum Monatsanfang auch um ein Thema des Ausgleiches. Also ich habe auch das Gefühl, dass es hier sehr, sehr stark um diese Stabilitätsblockade geht und aber auch um diese Netzwerkblockade. Hier beschäftigst du dich offenbar im ersten Drittel sehr stark damit, wie du hier einzelne Bereiche deines Lebens in den Ausgleich bringst, vornehmlich finanzielle Angelegenheiten bzw. berufliche Angelegenheiten, also alles, was in diesen Bereich hier hineinspielt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich habe ja auch das Gefühl, hier wird eine Art Übersicht erstellt oder Plan erstellt, was von Vorteil ist. Dann haben wir hier ein Thema, das wollen wir uns mal näher ansehen. Es geht hier, denke ich, um diese
um diese ja doch sehr vorsichtige Handhabe, habe ich das Gefühl, die wir hier zu Beginn der Legung gesehen haben, wo du hier irgendetwas im Verborgenen baust. Und hier können wir erkennen, dass es im ersten Drittel wichtig ist, dass hier langsam die Mauern fallen, unter Anführungsstrichen. Also noch einmal, das heißt nicht, dass du hier irgendwelche sensiblen Daten preisgeben sollst, sondern es geht hier mehr darum, sich langsam zu öffnen, eben auch zu schauen, mit wem kann ich beispielsweise zusammenarbeiten. Ja, das ist ja auch ein Thema, denn genau das ist hier eine wichtige Veränderung, die stattfinden soll. Denn hier alles alleine zu tragen, ja, das wird auf Dauer einfach zu viel. Also so zeigt sich das zumindest hier. Das heißt jetzt nicht, dass du das machen musst. Das ist ja einfach die Energie, die wir wahrnehmen können. Und das, was wir hier sehen, ist, dass du hier, denke ich, auch erkennen wirst, dass du nicht an allen Fronten unter Anführungsstrichen kämpfen kannst, sondern dass es hier einfach auch wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht die ein oder andere Aufgabe abzugeben oder auszulagern. Das kann auch sein. Das müssen jetzt eben nicht zwingend nur berufliche Themen sein oder finanzielle Themen. Es können auch Themen des Alltags sein, dass jemand eine Erledigung für dich macht, beispielsweise. Auch da kann man sich sehr viel Zeit sparen. Das Thema Vertrauen ist hier auch sehr wichtig, mein lieber Zwilling, im ersten Monatsdrittel. Das bedeutet hier, dass du dich vermutlich damit auseinandersetzen wirst, wem kann ich eigentlich vertrauen? Also diese Frage kommt hier hoch und wem nicht. Und dass du hier auch für Klarheit sorgst, denn das ist ein wichtiges Thema, denn hier im ersten Drittel können wir einfach erkennen, dass dir bewusst wird, dass du auf Dauer im Alleingang eben an deine Grenzen stoßen wirst oder zumindest was dieses Vorhaben hier betrifft, das du hier umsetzen möchtest. Ja, also das Thema Vertrauen, wem kann ich trauen, wem kann ich eher nicht trauen, das kannst du hier offenbar auch sehr gut für dich klären oder in die Klärung bringen, beziehungsweise damit wirst du dich offenbar auch auseinandersetzen. Schauen wir jetzt mal in die Monatsmitte. Und da kündigt sich ein Neubeginn an. Ein Wachstum, ein beginnendes Wachstum. Kann sehr gut sein, dass du hier vielleicht irgendetwas in die Wege leitest. Kann auch für den einen oder anderen für einen Jobwechsel stehen, dass man hier irgendwo neu beginnt. Kann auch sein, dass dieses Vorhaben hier in die Umsetzung geht. Ich denke, dass du vermutlich schon weißt, was hier neu gestartet wird. Kann auch dafür stehen, dass du hier jemanden ins Boot holst oder dass du hier eine Hilfe annimmst, die eben auch dazu führt, dass hier Dinge ins Wachsen kommen. Jetzt haben wir hier ein Thema, das möchte ich auch noch näher abklären. Es dreht sich in der Monatsmitte auch einiges um das Gefühl, das bekomme ich hier jetzt in zwei Karten herein, mein lieber Zwilling, also dürfte das hier ein wichtiges Thema sein. In der Monatsmitte das Gefühl, ausgeschlossen zu sein oder sich ausgegrenzt fühlen oder andere nicht hereinzulassen. Sehr spannend. Kann sein, dass es hier um irgendeine Angelegenheit geht, wo du merkst, hier hast du nicht alle Informationen, was natürlich unangenehm ist. Und kann aber auch sein, dass es hier generell um diese Thematik hier geht, dieser Aufbau hier, dass du hier merkst, dass das, also, oder dass sich das, diese Gedanken hier fortsetzen, dass du hier merkst, dass das im Alleingang einfach länger dauern könnte. Aber aus irgendeinem Grund, ich meine, es kann auch ein ganz eigenes Thema sein, ein Thema, das hier für sich steht, dass du dich hier irgendwo ausgeschlossen fühlst. Das Universum möchte hier aber auch darauf hinweisen,
dass das eventuell, das muss jetzt nicht bei allen zutreffen, dass das hier eventuell eine Grübelei von dir sein könnte, ja, also dass du das so empfindest und dass es hier vielleicht wichtig wäre, das Gespräch dann auch zu suchen, um das Ganze aufzuklären, ja, weil wir hier auch im ja, weil wir hier auch was das Netzwerk betrifft, beziehungsweise deine Kontakte betrifft, hier einfach auch ein bisschen den Impuls bekommen, dass hier ein bisschen Grübelei mit im Spiel sein könnte, die du eben dementsprechend selbst auflösen kannst. Also eben hier auch hier diese Blockade, wo hier etwas im Verborgenen geschieht, was dein Umfeld betrifft, ja, also wo du hier im Unklaren bist, das kann natürlich auch sein, was wir hier in der Monatsmitte haben. Hier besteht aber auch kein Grund zur Sorge. Es ist etwas, was dich offenbar sehr klar beschäftigen wird und wo sich eben auch ein Ausweg zeigen soll. Denn wenn wir hier auf die Ebene des Umfeldes schauen, mein lieber Zwilling, dann können wir hier erkennen, dass es hier um einen Anfang und ein Ende geht. Was bedeutet, hier findet ein Wechsel im Umfeld statt. Was jetzt nicht bedeutet, dass du dich hier von jemandem verabschieden musst oder verabschieden wirst. Es kann ja auch sein, dass bestimmte Kontakte wichtiger werden als andere im Bereich Beruf, Finanzen. Für die, die beispielsweise den Job wechseln in der Monatsmitte oder wo ein Jobwechsel ansteht, ist es natürlich klar, da verändert sich dann auch das Umfeld ganz markant. Kann aber auch sein, dass du eben hier etwas Neues startest und eben die ein oder andere Person ins Boot holst oder eben auch merkst, dass du der ein oder anderen Person eben nicht wirklich trauen kannst oder noch nie wirklich vertraut hast. Also irgendein Wechsel findet hier statt und der ist wichtig, denn wir haben hier eine Wachstumsphase, mein lieber Zwilling. Was bedeutet, dieser Wechsel ist wichtig? Und soll hier auch dieses Wachstum unterstützen. Zeigt sich hier auch nicht wirklich dramatisch an oder irgendwie schwierig, sondern sehr natürlich. Also es ist irgendein natürlicher Wechsel. Ich vermute einfach, dass hier bestimmte Kontakte einfach für dich wichtiger werden und du bei anderen vielleicht einfach mehr auf Distanz gehst und das aus einer ganz natürlichen Bewegung heraus. Schauen wir uns jetzt noch das letzte Monatsdrittel an. Hier geht es tatsächlich um eine ganz wichtige Verbindung. Ja, hier zeigt sich eine aufrichtige Verbindung. Hier tut sich sehr viel im Umfeld, im Bereich Beruf, Finanzen. Ja, hier zeigt sich eine sehr günstige Verbindung auf Augenhöhe, vielleicht sogar eine seelenverwandte Person kann das auch sein, denn finanzielle Angelegenheiten finden wir natürlich auch im Privatleben immer wieder. Hier dreht sich sehr viel um einen Kontakt auf Augenhöhe, es können auch mehrere Kontakte sein. Ein Kontakt ist hier offenbar sehr, sehr wichtig. Kann hier auch sein, dass hier diese Blockade dann eben gefallen ist, die hier das Umfeld betrifft und eben das Thema Hilfe annehmen. Und das ist hier eine sehr wichtige Entwicklung für dich, die hier aber auch eine Kettenreaktion auslöst, die auch sehr heilsam und wichtig ist für die weitere Entwicklung in diesem Bereich. Hier kündigt sich an, dass du hier etwas, also dass du dein Ziel erreichst, beziehungsweise dass diese Stabilitätsblockade, was den Bereich Beruf, Finanzen betrifft, hier über den Monat hinweg fallen soll. Hier zeigt sich ein Gleichgewicht an, auch ein sehr konkretes Gleichgewicht zum Monatsende hin. Hier beschäftigst du dich noch einmal sehr, sehr stark, also das dürfte hier einfach ein Thema sein, das den ganzen Monat begleitet, damit was soll bleiben, was soll kommen, was soll gehen. Und wir haben hier noch einen Hinweis, was das Umfeld betrifft. Das ist hier eine weitere Person, die sich hier zeigt. Gerade
Was das letzte Monatsdrittel betrifft, mein lieber Zwilling, ist es für dich sehr, sehr wichtig oder möchte dich das Universum wissen lassen, beobachte dein Umfeld, denn irgendjemand sagt dir hier entweder nicht alles oder verstrickt sich hier vielleicht in, verstrickt sich hier in irgendetwas. Es ist ja wichtig zu beobachten, was wird gesagt und was wird getan im Endeffekt, ja? Also hier soll etwas auffliegen, eventuell eine Lüge. Ich meine, es muss jetzt keine dramatische Lüge sein, aber dir wird hier etwas klar und das hat hier eben damit zu tun, dass sich hier ein sehr günstiger Kontakt für dich eben ankündigt, mit dem du sehr viel zu tun hast. Ob dieser Kontakt männlich oder weiblich gelesen ist, das sehe ich wie immer nicht, das sehe ich vollkommen geschlechtsneutral. Aber es hat hier eine sehr, sehr reinigende Wirkung, was ja den Bereich Beruf, Finanzen betrifft und du scheinst hier auch irgendwie alles in eine Struktur zu bringen, damit das Ganze hier rundlaufen kann. Wir schauen jetzt in den zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht zeigt sich hier auch die ein oder andere Querverbindung. Wir lassen uns wie immer überraschen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, nur ein kleiner Hinweis. Ich lege mit voller Absicht nicht direkt zum Thema Liebe. Wenn sich von selbst etwas in einer Legung zeigt, dann spreche ich auch dazu, einfach weil sich laut meiner Erfahrung gezeigt hat, dass die meisten Liebeslegungen eben nicht viel bringen. Und wir meistens auch nicht zu viel erfahren sollen. Also die Karten halten sich schon sehr oft bedeckt. Und oft geht es darum, dass wir irgendwo anders etwas in Bewegung bringen, damit dann der Weg frei werden kann. Das bedeutet auch nicht, wenn jemand von meinen Kollegen hier auf YouTube Liebeslegungen macht, dass ich das negativ empfinde. Es ist einfach meine persönliche Entscheidung, mit der ich sehr positiv Erfahrungen gemacht habe in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt schon damit zu tun habe. Und sollte sich hier eben nichts zeigen und du auf dieses Thema schauen, mein lieber Zwilling, dann heißt das natürlich nicht, dass sich im April zu dieser Thematik nichts bei dir tut. Dann haben die Karten einfach hierzu keine Informationen, einfach weil du hier nichts erfahren sollst, damit es dann auch geschehen kann. Das ist dann meistens so. Die Karten zeigen auch nie alles, was im eigenen Leben passiert. Und wir picken uns hier nur die Tendenzen heraus, die wichtig sind und wo du eben deine Angelegenheiten in den Fluss bringen kannst. Und wir starten jetzt direkt hier im ersten Drittel im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Hier ist etwas im Aufbau, das kann jetzt eben auch sehr gut sein, dass das hier vielleicht für den einen oder anderen auch die Energie ist vom Beginn der Legung. Es zeigt sich hier parallel auch etwas, eine Energie im ersten Drittel, dass hier etwas aufgeflogen ist. Das ist etwas, von dem du vielleicht schon weißt. Es könnte hier um eine Manipulation gehen oder dass hier jemand eine Aktion gesetzt hat. Da möchte ich jetzt bitte ein bisschen darüber erfahren. Was ist denn das hier? Okay, hier geht es um irgendein Ungleichgewicht, das von außen herbeigeführt worden ist in der Vergangenheit. Das kann jetzt in weiterer Folge bedeuten, dass hier eine Gerechtigkeit stattfindet, denn hier gehst du in ein Wachstum über. Irgendetwas wird dir hier im ersten Drittel offenbar bewusst, wo jemand in der Vergangenheit offenbar eingegriffen hat von außen bei irgendeiner zwischenmenschlichen Angelegenheit. Diese Sache ist reparabel und geht dann in ein
Wachstum, ja, also geht in eine Heilung. Hier wird auch, wie gesagt, etwas aufgebaut. Das ist sehr, sehr positiv und wir haben hier noch etwas. Deswegen komme ich hier auch auf den Gedanken, dass es hier um eine Gerechtigkeit geht, mein lieber Zwilling. Hier haben wir eine sehr, sehr wichtige Karte. Hier geht es darum, dass eine negative Fremdenergie dein Feld verlässt. Das kann jetzt immer auch sein, dass, also ich bin mir hier relativ sicher, dass es hier um diese Manipulation geht, die hier stattgefunden hat. Hier zerbricht ein Fluch. Es muss jetzt kein richtiger Fluch sein, sondern es geht ja mehr darum, dass hier etwas geschehen ist zu deinem Nachteil und dieser Einfluss nimmt jetzt einfach ab im ersten Drittel. Also das hat ja auch eine sehr erleichternde Energie. Also hier geht es um eine Erleichterung im privaten Bereich. Was deine zwischenmenschlichen Verbindungen betrifft, das kann eine Freundschaft sein, das kann ein Familienmitglied betreffen, das kann natürlich auch eine bestehende Partnerschaft betreffen, dass hier etwas geklärt wird, dass man hier auf irgendetwas draufkommt, ja, oder dass hier ein klärendes Gespräch stattfindet und man dann merkt, dass hier vielleicht jemand von außen, dass es hier vielleicht um eine Art Intrige geht, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Noch einmal, diese Manipulation, die hat bereits stattgefunden oder dieser Eingriff und im ersten Drittel soll sich das offenbaren beziehungsweise soll hier etwas geklärt werden und von einer sehr negativen Schwingung soll das Ganze in etwas in eine positive Schwingung gehen, eben auch ein Wachstum, also ein sehr starkes erstes Drittel. Schauen wir mal weiter. In der Monatsmitte ist hier offenbar einiges los. Ich schaue jetzt nur noch mal schnell in den Bereich Beruf, Finanzen. Kann sehr gut sein, dass dieses Gefühl ausgeschlossen zu sein oder sich irgendwo ausgeschlossen fühlen, dass sich das auch hier zeigt im privaten Umfeld. Hier kann man erkennen, dass hier viel zu tun ist, dass du hier vielleicht auch einige Erledigungen zu machen hast. Das Universum möchte dich hier wissen lassen, dass dein Weg beschützt ist. Also ich weiß jetzt nicht, was das hier konkret sein soll, aber es kann sein, dass du dich in der Monatsmitte an einem bestimmten Tag in einer Stresssituation wiederfindest. Da ist es dann wichtig, dass du Augen und Ohren gut aufsperrst, denn das Universum möchte dich hier irgendwie durchleiten oder wird dir hier Zeichen schicken oder du sollst hier irgendwelche Zeichen bekommen. Das bedeutet jetzt nicht, dass sich die Himmelstore öffnen und etwas herabflattert. Das kann sehr gut sein, dass hier vielleicht, dass du eine wichtige E-Mail bekommst oder dass hier ein Anruf hereinkommt, der unbedingt angenommen werden soll. Kann auch sein, dass du hier diverse Symbole immer wieder siehst oder Zahlen folgen beispielsweise und die dir hier weiterhelfen können, diese Situation hier aufzulösen, ja. Das kann alles Mögliche sein. Wichtig ist, dass du von der inneren Haltung her dem gegenüber aufgeschlossen bist, dass du zum richtigen Zeitpunkt diese Zeichen auch erhältst. Diese Zeichen sollen kommen. Es ist einfach nur wichtig, dass du darüber informiert bist, ja. Also irgendeine herausfordernde Situation, aber es ist nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Also es ist einfach irgendetwas, wo vermutlich sehr viel zu erledigen ist, so wie sich das hier zeigt. Kann auch auf Grübeln hindeuten, aber ich glaube, dass hier einiges zu erledigen ist. Dann haben wir hier noch etwas, was das direkt das Umfeld betrifft, in Kontakt mit dem Umfeld. Hier kann es jetzt durchaus sein, dass sich hier ein neuer Kontakt ankündigt. Entweder geht es hier darum, dass du in der Monatsmitte
jemand kennenlernen könntest. Ja, also das kann jetzt durchaus die Liebe betreffen, kann aber auch sein, dass hier eine neue Freundschaft geknüpft wird oder eine bestehende Freundschaft vertieft wird oder eine bestehende Verbindung generell. Kann auch eine bestehende Partnerschaft bedeuten, die hier in eine Tiefe geht oder sehr, sehr wichtig ist. Dass man hier jemanden kennenlernt, das kann ich natürlich nicht versprechen, denn das sind hier Tendenzen, also hohe Wahrscheinlichkeiten. Aber es geht hier um eine sehr, sehr wichtige Person für dich. Vermutlich hier ein neuer Kontakt, ja. Also es kann sehr, sehr gut sein. Das kann natürlich auch ein Kontakt sein, mit dem du finanziell oder beruflich zu tun hast. Offenbar könnte das hier eine Verbindung sein, die hier sehr lange bestehen könnte, oder eben eine bereits bestehende Verbindung bekommt hier mehr Aufmerksamkeit, weil sich hier diese negative Energie Schritt für Schritt auflöst. Wir schauen jetzt noch das letzte Drittel an und hier zeigt sich eine herausfordernde Situation an. Da möchte ich jetzt gleich mal wissen, worum geht's denn hier? Okay, hier geht es nämlich jetzt auch um die 666 Energie. Wir kommen jetzt dazu. Die 666 steht dafür, dass man, also steht in meinen Legungen dafür, dass man, ja, aufrechte Überzeugungen noch einmal überdenken sollte. In diesem Zusammenhang hier geht es um deine zwischenmenschlichen Verbindungen, um die Menschen in deinem Umfeld. Und es geht hier sehr stark darum zu erkennen, was möchtest du nicht mehr und was möchtest du in Zukunft haben oder wie soll es denn sein? Das kann jetzt darauf hindeuten, dass hier, wenn ich mir das so ansehe, dass hier vielleicht die ein oder andere unausgeglichene Verbindung besteht, ja, wo man seit längerer Zeit im Kreis läuft. Kann sehr gut sein, dass das hier auf Freundschaften oder Familienmitglieder hindeutet, kann auch im Bekanntenkreis sein, kann natürlich im Einzelfall auch sein, dass es hier um eine bestehende Beziehung geht, wo es jetzt auch darum geht, darüber nachzudenken, was man hier verändern könnte. Ja, wir haben hier in Kombination einfach eine Situation, die sich hier zeigt, in Kombination mit der 666 Energie, wo du hier merkst, bis hierhin und nicht weiter. Ja, also wo sich hier eine Art Abgrund auftut. Das klingt jetzt sehr dramatisch, ist aber, denke ich, halb so wild. Also auch hier besteht hier kein Grund. Es besteht hier auch kein Grund zur Sorge. Es wird dir lediglich klar werden gegen Ende des Monats hin, dass du hierfür Haltungen keinen Raum mehr hast, laut Karten. Vor allem auch, weil wir hier, was den Bereich Beruf, Finanzen, auch diese Energie haben, wo sich sehr, sehr viel um Ausgleich dreht, auch in den Blockaden, wo du eine Stabilität haben möchtest, eine ruhige Schwingung, sagen wir mal so. Und gegen Ende April in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen zeigt sich hier eine Situation, wo du an den Punkt kommst, wo du merkst, es ist jetzt wichtig, dass sich hier etwas verändert. Und bei der 666 Energie geht es eben auch darum, dass man in erster Linie erkennt, was man nicht mehr möchte, was jetzt nicht mehr zu dir passt, denn in weiterer Folge geht es um die 777 Energie, wo man dann ganz klar definiert, was man denn möchte, und dafür ist natürlich die 666 Energie sehr, 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 sehr wichtig. Wenn man nämlich weiß, was man nicht möchte, dann wird natürlich auch sehr, sehr klar, was man möchte, und man verschafft sich hier sehr, sehr viel Klarheit, denn wir sehen hier auch, dass du hier für dich etwas entfesseln kannst, also dass hier wirklich Energie freigesetzt wird, weil du hier
ja auch diese positive Verbindung hast, die hier angekündigt wird. Ich denke, zweimal sogar angekündigt wird und du dann auch die Energie hast, dahin zu sehen, wo jetzt Änderungen nötig sind. Also du bekommst hier Energie beziehungsweise du baust hier selbst Energie auf und räumst dann hier mit irgendeiner Angelegenheit auf im zwischenmenschlichen Bereich, die dich vermutlich schon länger belastet. Ja, das kann jetzt ein klärendes Gespräch sein, also dass man hier etwas klarstellt, kann natürlich auch sein für den ein oder anderen, dass sich hier die Wege trennen. Das will natürlich immer wohl überlegt sein. Und wir haben hier noch etwas. Hier geht es noch einmal darum, was dein Umfeld betrifft, das zeigt sich hier in beiden Lebensbereichen, dass hier Verbindungen auf Augenhöhe an Einfluss gewinnen, was ich dir auch sehr, sehr wünsche, denn das ist eine sehr positive Energie, wo man sich auch gegenseitig befruchtet und unterstützt, ja, eine sehr unterstützende Energie. Also die Blockaden, die wir hier haben, die sollen hier allesamt in beiden Lebensbereichen, habe ich hier das Gefühl, die scheinen in beiden Lebensbereichen auf und du hast hier eine sehr, sehr hohe, ein sehr, sehr großes Potenzial, dass hier alle Blockaden über den April hinweg fallen und du dann mit einer sehr, sehr positiven Energie in den Mai starten kannst. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual, mein lieber Zwilling. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.